Weiter geht's bei The Outer Worlds. Murder on Eridanos. Wir wollen wieder runter. Sind wir wieder unten? Ja. Und suchen uns jetzt mal diesen Raum B1. Zumindest in den können wir ja schon mal rein. Oh, wie süß. Mit dir. Das ist schon mal interessant. Ein Parasit drin steckt. Donnerschlag. Mhm. Auch nicht schlecht. Diese Wandabdeckung wurde entfernt. Angesichts der Brandspuren an den Seiten und am Boden liegenden Schneidbrenner wurden die Entfernung vermutlich nicht gemäß Konzertvorschriften durchgeführt. Aha. Ah. Wurfballkarte Glenn Lettery. Okay. Mehr gab's da nicht zu sehen. Der Rest versteckt sich halt hier vorne bei A2. Und da müssen wir dann mal schauen, wie wir da reinkommen. Haben wir auch alles angeguckt. Okay, naja, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Dann müssen wir erstmal wieder zurück. Ja, nochmal ins Tagebuch reinschauen. Durchsuche Raum A2. Amelia Stillwell hat Evan zu Raum A2 im Untergeschoss geführt, um den Rausch auszuschlafen, dem er offenkundig verfallen zu sein schien. Ja. Wie man da aber reinkommen soll, steht da noch nicht. Das steht da nicht. I was a few minutes late with room service earlier today. Guest I was trying to serve shot at me with a revolver. I left the drink and ran. Something like that happened to me once. Hammersmith exec called me up to her room, saying she needed help with something. Yeah? Ja, natürlich noch mal gucken, nicht, dass sich hier irgendwo Schlüsselkarte verbirgt. I hope you catch the killer soon, Inspector. Oh, you're the inspector. Welcome. Has anyone helped you with that? Ja, blöd. Wenn und man würde das hier nicht sehen. Wonder what happened. No, I'm sorry. We don't serve any drinks with those tiny umbrellas. Da steckt's auch nicht. Also gibt's die hier auch nicht. No, I'm sorry. We don't serve any drinks with those tiny umbrellas. Beep, beep, beep.
Terribly sorry, but I can't chat just now. Someone on the second VIP level just ordered 15 caned meat pies, and if I don't get to it now, it'll be my head. Mhm. Ich habe ein paar Fragen zum Mord an Halsey und Helen. I understand your devotion to your job. Really, I do. And I hope you'll understand mine. Things might change if you had something very particular to talk to me about, but I'm afraid I'm just too busy to talk right now. I'd be delighted to chat with you later. Aber unhöflich. Ah, I'm so behind. I'm sorry, I still can't talk idly right now. Come back if you have something very important you need to discuss. Oh, ich brauche eine Schlüsselkarte. Das ist wichtig. Aber hier ist auch irgendwo eine Spur. Halt. Analysis of this stovetop reveals an alarming degree of grease buildup, approximating proximity to volatile gases and chemicals. Chances of an explosive combustion upon next use currently at 92.9%. Ist das normal? Most corporations have regular cleaning procedures to prevent damage to company property. Slug, already unlike most corporations in a variety of ways, does not. That or the employees tasked with inspecting are shirking their duties. For shame. Jetzt einschalten. Wait, bad idea! Performing scan. Gas light appears to have gone out some time ago. Chance of explosive combustion without gas light, 0.01%. Schade. Und warum hat Slug das nicht festgestellt? Searching Slug work logs. No work log found. Creating conjecture. Slug has likely not fixed this issue due to a lack of responsibility on the part of their employees. Nett. Ah! I'm so behind. I'm sorry, I still can't talk idly right now. Come back if you have something very important you need to discuss. Der Aufzug ist out of order. Womit wir wieder in der Lobby wären. You've returned. Hope you're finding the hotel to your liking. Now, what can I lend a hand with? Nee, das bringt mir nichts. Black Hole Bertie has a... Ja, mit Black Hole Bertie müssen wir auch noch sprechen. Okay, also wir kommen jetzt hier nicht weiter in der Quest erstmal. Soll heißen, wir gehen zur Hauptquest über und müssen dafür zum Aufzug. Hello there, my inordinately... Oh, you're the one who visited me. Hello again. Thanks so much for brightening my day. What authorized floor can I bring you to? Das ist schön, dass sie das so eingebaut haben, wenn man die einmal gesehen hat, dass die einen dann persönlich begrüßt. Ja, dann wohl zur VIP-Gäste-Etage. Oh, so sorry, but you're not actually authorized to visit that floor. Okay. Next stop, the finest seat in the house. Also muss ich ins Penthouse, oder was? Konfrontiere den Eindringling. Ah ja. I understand there was an incident at the orchards. The pollination cycle began without my authorization. Fortunately, you managed to save most of the hive. The wasp keto's are essential to the orchards, you see. Losing them would have cost us months of production. Und mehr als nur ein paar Leben. Stört dich das gar nicht? The orchards can be a dangerous place, but my workers understand the hazards. Something about this incident troubles me. The circumstances are
suspicious. But let's concentrate on the matter at hand. Have you discovered anything? Langsam kommen wir der Sache näher. You have my attention. Ja. Also, Helen hat auf eine Rizzles-Tour bestanden. Insisted. That's interesting. We'd scheduled a tour of the lab for Helen. Purely a public relations event to be held sometime in the indeterminate future. Then again, Helen and I were not well acquainted. I can't speak to her intentions. Und was hätte sie während der Tour zu sehen bekommen? A little of consequence. We'd tour the grounds, pause at some locations appropriate for a portrait, let her shake hands with our scientists. Public relations. Sie hat einige Zeit in den Obstgärten verbracht. Ich habe Hinweise gefunden, dass sie ein Picknick besucht hat. A picnic? I don't recall approving a private social gathering at the orchards. I'll have to make a note of this information. Thank you for bringing this to my attention. Was there anything else? Dr. Blossom ist tot. Sie wurde von einem Unbekannten ermordet. That's deeply upsetting. Dr. Leora Blossom was an extraordinary scientist and a friend. We have a murderer on the loose, Inspector. As if the death of Halcyon Helen wasn't enough of a blow to our facility. Sie war in gewaltiger Bedrängnis, als ich sie gefunden habe. Die anderen Arbeiter waren gewalttätig geworden. Her commitment to her NDA was admirable. I'll make sure to accelerate the payout of her death benefits to her next of kin. Ich weiß nur, dass die Person sie gekannt hat. Interesting. The Rizzo's family is a small family, Inspector. Most of us recognize one another. Still, any information is good information. It troubles me to believe Leora could have been murdered by one of our own. If there's anything else you'd like to share, you have my attention. Jemand hat Daten aus einem eurer Forschungsterminals gestohlen. Ah, that's troubling, to say the least. Any transfer of proprietary data is strictly prohibited without my permission. Was auch immer das für Daten waren, sie müssen wichtig gewesen sein. Everything in research and development is important. But you're right. This thief obviously knew what they were hunting. This feels like more than corporate espionage. Someone's playing with us, Inspector. And I have never in my life enjoyed games. Did you discover anything else? Das lasse ich dich wissen. This incident at the orchards must be connected to Helen's murder somehow. I don't know how, but I feel it in my marrow. My apologies, Inspector. This case is under your jurisdiction, not mine. I leave it in your hands. When you're ready, I suggest a word with the hotel coroner. She should have finished her autopsy by now. Okay, die Pathologin. Ja, also als nächstes dran. Interessant. Okay. Schauen wir mal hier rüber. Hallo, du. Oh, sweet gibbering law. Where'd you come from? Sorry, let me just get back in character. Whoa, it's not what it looks like. Ja, ist klar. Wer bist du und was willst du? I'm the mascot for the Rizzo's Rangers. 3-time non-consecutive All-Halcyon champions. And what I want is to wish you a good day and be on my way. I seem to have wandered into the wrong premises. I have mistaken this penthouse for the Rizzo's Rangers locker room on account of my headgear cutting off my peripheral vision. Ganz sicher nicht.
Sieh mich an. Sehe ich so aus, als hätte ich gerade Lust auf deinen Unsinn? Not even a little. I am acting on behalf of Mr. Black Hole Birdie, the Holemeister, the Hack Attack. I don't have a lot of time, but Mr. Birdie sent me to retrieve a message. Something he recorded for Ms. Bellamy while he was off his kilter. Hast du schon was gefunden? Clothes, mostly. Couple tops, couple pants, couple pairs of socks. Didn't find a letter, and I'm trying real hard to stay positive about that. Will you meet me later, over at the pilot house? I swear, from the bottom of my employment contract, I will tell you everything I know about Ms. Bellamy's demise. Sag mir, was du weißt, sonst müssen deine Überreste aus dem Maskottchenkostüm gekratzt werden. I... what? But I don't... I can't... Please don't hurt me. I'm sorry. I can't. Not here. I'm sorry. The Pilot House Complex. Meet me there, and I'll tell you everything, I swear. Es muss ja einen Grund haben, warum nicht hier. Haben wir hier etwa Wanzen versteckt? Würde mich ja nicht wundern, ehrlich gesagt. Gottchen, das ist ja am Arsch der Welt. Da schnell hinkommen. Oh Gott. Hallo. Mensch, Mensch. Stufe 36. Schön, schön. Aber mitten im Garten hätte ich mit sowas hier nicht gerechnet. Muss ich ehrlich mal gestehen. Machen wir mal schnell hier die Fertigkeitspunkte. Schnell, langsam. So, Langwaffen haben wir voll. Schloss knacken. Was machen wir noch? Technik, das ist eigentlich mittlerweile uninteressant. Wissenschaft bringt uns ja nichts mehr. Medizin, naja. Hier beim Quatschen. Blocken und ausweichen. Auch uninteressant. Das bringt mir jetzt nicht die Wucht, das sowieso nicht.
ist jetzt auch nicht so der Hit, man dann noch freischalten kann. Also finde ich jetzt alles nicht so hammermäßig gut. Na komm, wir stecken noch ein bisschen was ins Schloss knacken. Das kriegen wir noch auf 100. So, ein Vorteil. Ja, was ist wieder die Frage? Was nimmt man da? Tragekapazität plus 100 Kilo. Oh ja, komm. Dann haben wir nie wieder Sorgen damit. Relevanter Ort. Verkaufen. 328, 340, nett, 266. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das habe ich doch irgendwo schon. Da. 348. Wow. 796. Nee. Okay, also ist das das Schlechteste. Der Trümmerschlag ist echt gut. Ja, Spezialeffekt zu Boden werfen. Plasmawerfer. Ja, was soll ich damit? Okay. Da können wir nämlich gleich mal hier austauschen. 312 gegen den zu Boden werfenden hier. Bei Parvati, die hat hier Taumeln drin, 308 und hier 340 Taumeln. Dann kann ich die nämlich auch noch verkaufen. Die alten. Sehr schön. Was gibt's hier? Oh, nett. Dann sprechen wir mal mit Amelia Stillwell. Non-Slug personnel aren't permitted on the pilot house. Can I help you with something? Ich muss zu deinem Kollegen Evan O'Connell. Sure. He in trouble or something? Könnte schon sein. Oh shit. What happened? Is he all right? Er ist nicht zur Arbeit aufgetaucht. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? I just had a shift with Evan at the Purpleberry Orchards, kind of. We were supposed to haul some crates, but he was drunk when I got there. I took him to room 82 under the hotel so he could sleep it off. Guess he was drunker than I thought if he didn't show for work. Ich sollte das wohl besser überprüfen. I'd appreciate it if you did. I'd like to know he's okay. Hey, Inspector. Ja, ich brauch die blöde Karte trotzdem. Ohne die A2-Karte komme ich nicht weiter. I'll keep it down.
knacken. Lol. Relevanter Ort. Hi. Immer wieder nett. Ein Helm. Süß. Hätte hier vielleicht auch mal was verkaufen sollen. 69. Rüstung ab Werk. Ja, aber ich kann es ja zur Not auch zerlegen. Brauche ich nie wieder, brauche ich nie wieder, brauche ich nie wieder. Nö, nö, nö. Repariert werden. Oh ja. Modifiziert kriegen wir hier auch nichts Spannendes mehr. Dann höchstens noch was getüftelt. Eigentlich mit deren Waffen. Eine Schrotflinte Stufe 2. Können wir hier noch eine Stufe hochhauen? Oh ja, den können wir ja noch. Oh, das lohnt sich ja. Also im Nahkampf sind die jetzt fit. Im Gegensatz zu mir. So schlecht, so ein leichtes Sturmgewehr, ne? Im Vergleich. Wir machen das mal ein bisschen höher hier noch, auch wenn es sehr teuer ist. Ansonsten bringt uns das bald nicht mehr viel. Die Finns Wucht. Ja, okay Leute, wir sind immer noch auf dem Weg darüber und machen hier auf dem Plateau mal wieder ein kleines Folgenpäuschen. Da oben steht unser Schiff, die Unreliable. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken, euer Mitch.